Was macht denn eigentlich The Lights to Go? Say yes, say yes, say yes to the world. Up to the sky, let's fly away. To a land of our dreams. From Acapulco to New Orleans, let us get a brand new kick. Yesterday's Die eine geht, der andere kommt. Ein wunderschönen guten Tag, hier ist der Hon. Was macht denn eigentlich, die Frage bleibt nach langer Zeit mal wieder, The Lights to Go. Jetzt beim Hon. Ja, und ich habe natürlich mir ein Ticket wieder besorgt. Der Hon hat ja immer ein Ticket dabei. Und wollte mal gucken, wie ist denn das eigentlich? Funktioniert das immer noch in der bewährten großen Qualität? Ich halte mein Ticket hier dran. Dementsprechend kommt sofort eine Bildauswahl von Classic, Balance and Local. Wir haben jetzt schon Mittagszeit. Das heißt also, Frühstück ist zu Ende. Es gibt jetzt schon die Mittagsmenüauswahl. Und das eine ist amerikanischer Ziegenfrischkäse, das andere ist Local, das ist so ein Brezel. Das ist immer nicht unbedingt alles Local aus der Region, sondern Local gemeint unter dem Motto, die Geschmacksidee ist Local. Also die Brezel, die kommen eben aus Bayern. Ne? Und dann haben wir hier das Klassische, das ist so der griechische Salat. Wenn man also jetzt Salat möchte, was Leichtes möchte, gerade wenn es heiß draußen ist, eine gute Variation. So, wir gehen mal hier in diesen Balance-Bereich. Das ist vor allen Dingen auch vegetarisch. Auch da kommt also der Vegetarier nicht zu kurz. Und ich meine, das ist in der heutigen Zeit schon nicht unwichtig. Man hat also jetzt diese Balance ausgewählt. Dann hat man eine dementsprechende Studentenfutter, Orangeberry, frische Mandarine, stilles Wasser. Dann kann man hier unten noch mal sehen die Inhaltsstoffe. Und dann gehe ich auf die Auswahl bestätigen. Und jetzt halten wir mal die Zeit fest. Wie lange dauert es, bis The Lights to Go hier unten fertig ist? Man könnte, es sollte in 45 Sekunden der Fall sein, man könnte in der Zwischenzeit zum Beispiel sich jetzt hier einen Saft auswählen. Ich finde diese Idee hier unten immer noch schlecht gelöst, sage da gleich noch was zu. Und man kann sich dann hier einen Kaffee und einen Cappuccino machen. Diese Auswahl allerdings ist brillant. Wir liegen jetzt bei 25 Sekunden und das Licht, ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Ja, das kann man gut sehen, geht hoch. Ich kann jetzt hier nach 30 Sekunden, das waren vorher 45, jetzt sind wir bei 30 Sekunden, bekomme ich ein komplettes The Lights to Go. Also ein kleines Fresspaket für Vielflieger. Gefällt mir immer noch gut. Die Inhalte, also alles, was da drin ist, kann ich mich erstmal hier hinpacken und kann dann mir eine Tüte hier unten nehmen. Keine Plastiktüte, sondern eine Papiertüte, also so, wie wir das im Endeffekt gerne mögen. Ich muss mal gerade sehen, damit ich hier das Bildtechnische, ob ich das auch gut drin habe bei euch, dass ihr das gut seht. Ja, das kann man gut sehen. Ansonsten drehe ich ein bisschen mit. Ja, ich drehe mal so ein kleines Stück rüber. Dann kann man das noch deutlicher sehen. Für euch natürlich brillant. So, schauen wir mal rein. Was bieten die uns denn heute? Es ist die klassische Geschichte. Ich habe also ein Wasser. Ich habe den Apfel, ich habe einen kleinen Schoki, es gibt hier so einen Snack, das ist dieser Müsli-Snack, wie so ein Studentenfutter. Ich habe mein frische Towel und ich habe einmal hier drin, das ist diesmal Käse mit Granberry, also eine sehr schöne runde Geschichte, die ja als, wie haben wir das gesagt, das war ja Balance, also das war sozusagen der Ausgleich, hier drin zu finden ist. Und ich muss sagen, diese Qualität ist bisher geblieben. Dann habe ich ja gezeigt, also hier ist die Tüte. Ich kann also die Sache hier jetzt für mich wieder schließen. Das nehme ich ja mit an Bord, weil ich ja heute gedacht habe, die Lounge, die kann ich mir schenken. Natürlich nicht als der Hon, aber als Vielflieger. Ich bin ja heute mal der reine klassische Vielflieger, der jetzt keine Zeit hat und sich eben so ein Delights to go macht, eben an Bord irgendwie noch was zu essen. So, also das haben wir hier drauf. Ich kann mir also hier eine Auswahl noch mal an Servietten dazulegen. Und es gibt, das ist leider immer noch Plastik, das könnte auch eine andere Lösung sein. Ich finde, da sollten die hier noch mal drüber nachdenken, ob man nicht
etwas findet, was sozusagen eine Alternative zu diesem Plastikbereich ist. Hier gibt es auch immer leider nur noch Plastikteile. Auch das gibt es mittlerweile ja schon als Holz. Zucker, Pfeffer, sage ich schon. Ja, also auf jeden Fall etwas, was der Sache dienlich ist. Die Becher hier unten drin fand ich extrem schlecht gelöst, aber was man sofort bemerkt hat, und ich denke mal, mit ein bisschen positiven Vibrations konnte man verstehen, dass das keine gute Lösung war. Denn wenn man hier angefasst hat, dann hat man die ganzen Becher komplett rausgezogen. Was hat man gemacht? Einfach und top. Das finde ich top, dass man sagt, hier ist etwas nicht gut gelöst und bietet es eben an, als Variation hier vorne hier hinzustellen. Was ja jetzt für mich interessant ist, erstmal kann man es leicht rausnehmen. Was jetzt interessant ist für mich, wie ist denn die Qualität? Also der Orangensaft zum Beispiel, hier 100% Orangensaft, drücke ich hier auf Go. Der war extrem schlecht. Extrem schlecht. Und ich bin gespannt, ob der immer noch so grausig ist. Zumindest sieht er besser aus. Ich muss sagen, es ist immer noch ein extrem schlechter Orangensaft. Reiner Zucker. Ist so süß. Also der ist, das kann man gar nicht trinken. Ganz ehrlich, das heißt für mich sofort in die Tonne. Eklig. Das ist reines Zuckerwasser. Der Mix, jetzt, es sind ja neue Maschinen da, aber auch diese Maschinen, erstmal ist es nicht gut gekühlt. Es ist also lauwarm, es ist überhaupt nicht richtig, wie es sein sollte. Auch hier bitte ich nochmal dringend, dass man da nochmal nachjustiert. Es muss eine gekühlte Möglichkeit sein. Oder, dann macht man kleine Tetrapack-Sachen. Lieber die Tetrapack hingestellt, die man mit da reinstellen kann, weil man den Becher sowieso nicht mit transportieren kann. Und ich meine, ich will nochmal den Apfelsaft probieren. Denn der Apfelsaft in dem Sinne, oh, guck mal, auch toll, es gibt ein stilles Wasser. Das ist neu. Das hatten wir vorher noch nicht. Hallo. Hallo, hallo, bin gerade wieder mittendrin, es macht wieder Spaß wie Bolle, ja? Ja. Ist wieder ein wundervolles Träumchen, wobei ich immer noch sagen muss, der Orangensaft ist immer noch zu süß. Immer noch süß? Für mich immer noch zu süß. Also dieses, mit dem Wasser, ich habe jetzt Wasser genommen. Auch süß. Das finde ich großartig. Nee, ich habe das wollte. Ernsthaft, ich wollte das wissen. Ich habe gesagt, liegt es am Wasser? Ist das Wasser schon gesüßt? Nein. Nein, ich sag mal, qualitätstechnisch, was da jetzt rauskam, es geht vor allen Dingen schneller. Mhm. Vorher waren das 45 Sekunden, jetzt geht es in 30 Sekunden kam das raus. Ja, das ist so langsam. Aber es geht immer schneller. Es ist jetzt 30 Sekunden ist top. Ich? Also ich finde. Aber jetzt schon gut. Ja, perfekt. 30 Sekunden finde ich extrem ausreichend, weil man hat 30 Sekunden Zeit, sich noch ein Cappuccino zu machen. Und ich finde es toll, dass ihr das gelöst habt und dass man nicht... Ja, das ist nur so settling. Das ist genau, damit die das... Also das war eine schlechte Lösung. Aber das hier, das ist top. Also ich habe, weil man das ja auch leicht, ja, man kann es sozusagen, jetzt habe ich das angefasst, jetzt nehme ich das auch, kann man das leicht rausziehen und das ist natürlich toll. Da freue ich mich. Also ich finde es auch toll, dass ihr das weiter verbessert, weiter positiv ergänzt. Und das ist, ich habe gerade mit einer anderen Vielfliegerin gesprochen, die hier war eben gerade kurz, die sagt, sie findet das auch toll. Also die freut sich und hat Spaß daran, weil es sehr schnell geht und weil es macht Spaß. Wir geben unser Müll. Das war, ich bestätige das, ja? Ich bestätige das. So, ich bin jetzt gerade beim Saft fertig. Ja. Also der Saft ist leider noch so, der Rest Doppeldäumchen. Jetzt gucke ich mal, was macht der Cappuccino. Sehr gerne. So, guck mal, kriege ich das da raus? Ja. Ah, das geht. Okay. Hat funktioniert. Ich nehme mal den Cappuccino. Wo ist der? Espresso. Ach nee, wir machen heute mal einen Espresso. Komm, wir machen einen kleinen, feinen Espresso. Ja. Und das ist ja der klassische, ich meine, klassische Maschine. Kann ich einen Kakao mitnehmen, ne? Ja. Kann ich Espresso mitnehmen, Cappuccino. Und das passt ja auch hier rein. Also das heißt, da haben wir ja die Vorbereitung. Ja. Wenn der Apfel jetzt weiter nach hinten ist. Nee, es geht alles, geht alles. Bleiben Sie, da können Sie sehen sozusagen bildtechnisch, dass Sie da nicht drin sind, ne, damit wir den privaten Schutz sozusagen gewährleisten. Oh, 100%. Nein, nein, aber für ich finde das immer sehr wichtig, dass man sozusagen, das ist Social Media, vielleicht will man das nicht, ja? Und Sie sind morgen vielleicht wo bei einer anderen Firma oder bei einer neuen Idee und dann sagt man, ja, nein. Bei mir nicht. Deswegen gucke ich immer, dass keiner sozusagen da drauf ist. So, heißer Kaffee. Toll. Das mag ich.
Kalter Kaffee kann man nicht trinken. Nein. Oder? Mögen Sie Kaffee? Sind Sie Kaffeetrinker? Ja, ich ja. trinke Kaffee. Und dann muss er heiß sein. Natürlich, ja. Muss genießbar. Heißer Kaffee ist der Genuss, ja? Ja. Ich weiß immer noch, Mutti hat gesagt immer, kalter Kaffee sind kalte Füße. Schmeckt wie kalte Füße. Aber ich habe es eher auf der Kansas-Füße. Völlig in Ordnung. Völlig top. Also das funktioniert. Also für mich die 30 Sekunden statt 45 ist ein Wow. Orangensaft finde ich muss noch mal. Also ich finde dann, ich habe gerade gesagt, lieber einen kleinen Tetrapack. Ja. Wissen Sie, so diese kleinen so 0,2, die man mitnimmt. Die kann ich hier mit reinpacken. Ah. Keine schlechte Idee. Weil was will ich mit einer Maschine? Ich packe ein Kühlregal mit zum Aufmachen und habe einen kleinen, packe ich mir zum Kaffee, denn ich kann den Orangensaft nicht mitnehmen. Ja. Wenn ich das hier drin habe, bin ich voll. Und der Saft, wo mache ich den? Das passt hier nicht drauf, auf den Saft. Dann brauchen wir Decke. Deswegen der Gedanke, wenn ich ein fertiges 0,2-Saft, ja. 100% Saft habe. Ah, das kann mir vorstellen. Nehme ich mir raus, packe ich hier rein. Perfekt. Ja, einfach. Und es ist, ich sage mal, ich glaube, das ist auch sauber machen und Service und das ist zu intensiv, finde ich. Also für mich, ja, das ist ja meine persönliche Erfahrung, wenn ich jetzt hier bin, weil der Cappuccino ist top, ich kann mir einen Tee machen, dann packe ich mir das alles hier so rein, warte mal, das muss ich jetzt noch machen, dass ich das sozusagen hier dazu packe, ich setze das da oben drauf, das schiebe ich mir dazu, mein, guck mal. Könnte ich fast in die Werbung gehen. Delights to go. Nein, ich finde das toll. Nein, ich finde das wirklich toll, weil es eine Sache ist, die, wie ich finde, eine gute Idee ist. Und eine gute Idee, wo ich ja auch merke, zum Beispiel letztes Mal war ich auch, meine Kollegin war da von Ihnen, die alle einen gewissen, obwohl es ja Automaten sind, ja, es mit trotzdem einer Freude machen und mit viel Spaß machen und das ist toll. Ja. Also ich habe nur Kollegen jetzt von Ihnen getroffen hier, die zwar manchmal unter Stress sind, ja, und ja. Sie müssen immer so viel machen, das ist klar. So viel mehr da drüben. Das ist der reine Wahnsinn. Also was, ja. Ich meine, ich weiß schon, das ist wirklich ein Wahnsinn, aber das, was ich erlebe, ist, dass ihr das leistet, ist toll. Also ich weiß es zu schätzen und finde es auch wichtig, dass man es erwähnt. Ne? Ich meine, ihr müsst das machen, ganz klar. Ihr müsst euren, das muss funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann ja, gibt's so. Aber für heute Abschluss. Der Horn sagt, delights to go, tolle Mitarbeiter, ein echtes Gott, mir extrem viel Freude gemacht. Und jetzt gehen wir zum Flieger. Ich sag tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, guter Flug. Yes to the world. Up to the sky, let's fly away. To a land of our dreams. From Acapulco.